Willkommen bei Elex. Gut, ihr Lieben. Also, ich dachte mir, was soll das große Einkaufen hier? Wir haben hier eh Schrottpreise. Wir haben hier eh im Moment noch keine Dinge, die wir wirklich gebrauchen können. Und ich glaube auch nicht, dass uns das Spiel wirklich komplett alleine irgendwie überleben lässt. Von daher dachte ich mir, wir reisen mal eben zu unseren guten Bekannten aus der Steinzeit. Sagen Angrim, Oshima, Baby, dein Stormson, der lebt noch. Mal gucken, was er dazu sagt. Ob er uns direkt wegbunkert. Schauen mal, was da eventuell noch abzugreifen ist bei dem einen oder anderen. Ja, und dann läuten wir unser Kleriker-Dasein ein, würde ich sagen. Ich werde dann aber auch an der Stelle ein Safe-Game machen mit dem Vermerk, dass wir dazu Kleriker geworden sind. Falls es doch eventuell noch andere Wege und Möglichkeiten geben sollte, können wir dann zurück. Bring mir etwas bei. Ja. Ja, sagt er. Achso, das ist ein Kampflehrer. Da haben wir, glaube ich, eigentlich soweit alles... ja, erhöht den Wuchtschlag, ne? Hier haben wir eigentlich erstmal alles so weit gepumpt, wie es ging, denke ich mal. Wir arbeiten wenig mit Nahkampfwaffen. Fernkampfwaffen könnten wir pumpen, bräuchten wir aber noch ein bisschen hier und da drauf. Und ich habe auch herausgefunden, dass man... So was hätte ich auch gerne. Ja, glaube ich dir. Ich habe auch herausgefunden, dass man doch sieht, wie viel Attributspunkte verbraucht werden. Also wenn wir jetzt hier bei Konstitution schauen, brauchen wir einen. Gehen wir da eine Stufe höher, also ab 30 kann man eigentlich sagen, oder ab 31 brauchen wir dann immer zwei Attributpunkte. Das heißt für uns, wir müssten eigentlich mal schauen, denn wenn wir, sagen wir mal, Elix trinken, bekommen wir, also einen kleinen Elix-Trank, dann bekommen wir 100 EP hinzu. Bei einem Elix-Trank kriegen wir zwei Attributpunkte. Und... ja, dann gibt es, glaube ich, noch den mächtigen Elex-Trank, aber den habe ich im Moment gar nicht... Hier. Doch, da. Starker Elex-Trank. War ein Heilpunkt. Ne? Also, Lernpunkte sogar. Und dann hätten wir hier noch den, ne? Und dann hätten wir Attributspunkte, die wir vergeben könnten. Gut, von ihm können wir nichts lernen. Hier dürfen wir sowieso keine Splitter mitnehmen. Dann würde ich sagen, huschen wir mal eben zu Angrim. Der dürfte ja hier unten in seiner Hütte hocken. Meine Güte. Er bleibt aber bei dem Wetter auch nicht aus, ne? Dass man da so ein bisschen verschnuppt ist und so ein bisschen Hüsterchen hat. Ich meine, Familie Frosch meldet sich ja eh regelmäßig. Also von daher alles im grünen Bereich. Angrim, du sitzt hier immer so schön in deiner dunklen Hütte und sprichst von Mord und Totschlag. Was sagst du denn dazu? Stormson ist bei den Klerikern untergekommen. Und wenn er sich in Xarkor verkrochen hätte... Mein Arm reicht weit. Ja, ja. Ich hoffe, du hast ihn das wissen lassen. Nein, ich bin nicht deine Marionette. Genau, danke. Ich habe dich schon einmal gewarnt, mich nicht zu enttäuschen. Dein uneinsichtiges Verhalten wird Konsequenzen nach sich ziehen. Ich petze, Ragnar ich petze, davon sag ich erfahren. Doch. Ah Gott. Geh mir aus den Augen. Ja, ja, hier, aber pass mal auf. Das wird dir noch weniger gefallen. Wegen des Klerikers. Die Predigten des Klerikers haben ein Ende gefunden. Warum sehe ich keine Leiche? Er hat Goliath verlassen. Meine Anweisungen waren deutlich. Er sollte gerichtet werden. Sein Tod wäre eine Abschreckung für andere gewesen. Aber so viel Weitsicht war von dir wohl nicht zu erwarten. Geh jetzt. Gerne. Oh, schade, wir haben noch nicht mal irgendwelche EPs bekommen für unser, misslungenes Handeln. Ja, so ist das. Meine Güte. So, jetzt haben wir... Ja gut, Angrim brauchen wir gar nicht ansprechen. Der ist nicht mehr gut auf uns zu sprechen. Wir könnten nochmal diesen Meister hier im Turm anquatschen. Und schauen, ob der uns noch was zu sagen hat oder ob der irgendwie ein bisschen Bock auf Handeln hat. Schauen wir da mal. Woher weiß ich, dass du mich nicht verrätst? Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was du bist. Du scheinst kein vollkommener Alp mehr zu sein. Da ich die Hoffnung habe, dass es noch genug Menschliches und Emotionen in dir gibt, werde ich hier keinen verrückt machen. Also wirst du mir wohl einfach glauben müssen, dass ich dich an niemanden verraten werde. Wenn Angrim das wüsste, was ich jetzt weiß,
Naja, sagen wir es mal so. Die Verbannung in den verbotenen Wald ist noch die harmloseste Strafe, mit der du rechnen könntest. Ich muss dir wohl kaum erklären, was unsere Gesetze dazu sagen, oder? Ja. Nee, brauchst du nicht. Dann ist ja gut. So. Ich bin selber kein großer Anhänger der Gesetze. Aber einige der Warlords stehen mit voller Härte dahinter. Wenn du also keinen Ärger willst, solltest du dich daran halten. Ja, gut, werden wir tun. Dann zeig mir doch mal bitte... Zeig mir deine Ware. Sicher. Anna trank pures Mana. Okay, der hat also keine Waffen, keine Rüstung. Der hat eigentlich nur Anleitungen. Und dann auch nur Mana und Heiltränke. Letzte Station, die ich hier... Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ja, wie soll das bloß weitergehen? Oh, Weltuntergang, Weltuntergang, eine Schreibmaschine. Da ist der Name ja schon Programm, die Schreibmaschinen. Mensch, dann haben wir nachher nur noch Maschinen. Audiotor, ach so. Hier könnte man doch was sockeln. Was haben wir denn da? Guckt mal, uns fehlt hier grüner Stein. Wir haben schon 3 gelbe. Cool, damit könnten wir nämlich dann einen zusammensetzen. Damit hätten wir dann halt nochmal Push auf irgendwas anderes. Warte mal. Wenn ich den jetzt rausnehme. Kann ich gar nicht rausnehmen. Einsetzen. Ah, entfernen. Zack. So, wenn ich den jetzt rausnehme, haben wir doch 4. Dann können wir doch rein theoretisch Steinchen basteln. Gelber Stein. Da, 4 von 4. Zack. Jetzt haben wir einen großen gelben Stein. Was auch immer wir damit anfangen können, werden wir herausfinden. Audiotor, ich hätte gern in deinem Sockel einen großen gelben Stein. Auf die Resistenzen einen Bonus von +3. Das ist ja schon mal... Da würde ich sagen, damit kann ich gut leben. Ha, gib her. Was haben wir denn noch? Gefährtengesundheit... Bonusgesundheit, Bonuswuchtschlag. Und ich glaube, Gesundheit haben wir hier, Resistenzen. Ja komm, den tun wir mal einen auf Gefährten. Na, der Raider hat es verdient. Das ist ein guter Mann, das ist ein guter Mann. So, achso, doch, Quark. Lass mal gucken. Heiltränke, Energiespeicher. Müsste mal Kleriker für sein. Okay. Starker Elextrank. Könnten wir nicht herstellen, wegen Elextrank, der fehlt. Wir könnten aber ein paar Elex-Tränke herstellen. Können wir kleine herstellen? Nein. Kleiner Heiltrank können wir herstellen. Leider da fehlt noch was. Da fehlt noch was. So, der mächtige Heiltrank. Achso, da gibt es ja 2 Rezepte. Mächtiger Heiltrank. Ach, guck da, hier. Da kommt ein großer Heiltrank rein. Also 2 Stück und reines Elex. Jetzt haben wir den mal gemacht. Was soll's? Großer Heiltrank. Können wir sogar herstellen. Und den können wir auch nochmal herstellen. Sehr schön. Die normalen Heiltränke, da fehlt uns jetzt wieder der Wein. Bum, 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 bum. Okay, das wäre das. Dann hätten wir hier noch Marantorium. Was war das? Zeitlang mehr Ausdauer. Zeitlang mehr das. Höheren Kampfwert. Stahlhaut. Können wir herstellen. 2 Stück. Super. Okay, cool. Ring der Vitalität. Bringt uns nicht so viel. Okay. Ich würde sagen, hier sind wir durch. Ganz, Zeig mir, was du mir herstellen ganz kannst. Ganz Berserkerhausen. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Kann uns am Hintern vorbeigehen. Apropos, was kaufst du uns denn ab? Pass mal auf hier. Schutzmaske, bla 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 bla. Jager, den Jager-Tee, den kannst du haben, so. Ach, Quark. Und dann eventuell, nein. So, über den Rezepten dürften die Kippen sein. Oh, 21 Zigaretten haben wir gerade mal, das ist nicht gerade viel. Die Keulen, ja gut, da sind wir jetzt, ja, relativ weit von entfernt. Und von der auch. Und das sind zwar schon verbesserte Keulen, aber wir können die Kohle gut gebrauchen. Irgendwelche Artefacts wirst du nicht bekommen. Nur über meine Leiche. Naja gut, der Fehler, das dauert noch ein bisschen, aber vielleicht bekommen wir ja irgendwann mal ein bisschen mehr an Erfahrungspunkten, denn das möchte ich gleich mal ausprobieren mit euch.
Geister sehen es auch. Boah, 70 Stärke, ne? Wie soll man denn da hinkommen? Das kostet ja richtig, richtig, richtig EP. Alles klar. So, dann können wir den Handel eigentlich akzeptieren. Es sei denn, du hättest Munition, aber du hast anscheinend nur so ein Kram hier. Okay. Gebongt. Danke für deine Mitarbeit. So, und damit wären wir hier bei den Berserkern eigentlich durch. Machen wir mal ein Schnellspeichern. Dann schauen wir mal eben kurz in unsere Aufträge. Lieber bleiben. Bin ich froh, wenn ich hier nicht mehr auftauchen muss. Für eine Handvoll Splitter. Ja, da hat er uns ja jetzt noch nichts wieder gesagt. Beim Arx, das ist ein bisschen eine harte Nummer. Die defekte Blechdose steht genau da, wo wir eigentlich auch so einen Hauptmann hier, glaube ich, wegmachen müssen. Nee, das war woanders. Gut, dann Edan. Gesetz der Berserker. Besonderes Stück. Ja, stimmt, das Schwert könnten wir noch klauen. Und dann einfach eine Biege machen. Brüche gemacht. Ja gut, Tabar können wir eigentlich auch komplett knicken. Das sind die Robbys. Das ist das Buch und das... Nee. Okay. Ah, das sind diese Chimären, die da in diesem komischen Gebiet unterwegs waren. Okay, ja dann würde ich sagen, wir reisen erstmal an einen neutralen Ort. Was macht er da? Er guckt in seinen Arm. Oh, welch böser Bub. Hier war unser erstes Lager, ne? Goliath, nee, hier war unser erstes Lager, glaube ich. Da könnten wir eigentlich mal hinreisen oder hier unten hin, weil... Ach, das ist der große Aufzug. Weil hier die Gegend, ne, haben wir uns ja jetzt noch nicht so genau umgeguckt. Also... Von daher, bis hier war ich ja irgendwie. Das war alles sehr, sehr strange. Der Überlebenslehrer. Wisst ihr was? Wir reisen erstmal hier hin. Nee, zum kleinen Lager. Oder? Lieber doch in das Dorf der Mitte. Und dann mal hier rüber gucken. Ah, ich bin mir noch unschlüssig. Aber wir reisen mal ins Lager der Mitte. Da kann uns auch gar nichts passieren. Und da können wir auch in Ruhe in unseren Arm gucken, ohne dass er uns direkt beim nackten Arsch ins Gesicht springt. Und sagen, hey, lass das sein, du darfst das nicht. Und dann können wir mal nach unseren Attributspunkten gucken. So. Wenn wir jetzt... Und das wollte ich mal mit euch ausprobieren. Starker Elextrank bringt uns einen Lernpunkt, bringt uns aber auch bestimmt Kälte. Jo. Ich würde gerne wissen, wo sehen wir das denn? Kälte neutral. Stufe 14, Rang gar keinen. Weil wir noch nirgendwo sind. Das heißt also, wir müssen. Ich glaube, das Spiel lässt uns keine Chance. Wir müssen zu einer Fraktion. So, Elextrank bringt uns 2 Attributpunkte. Okay, cool. Gehen wir mal direkt noch ein. Und dann schauen wir mal. Jetzt haben wir 14 Attributpunkte. Das heißt, bei einem Zweier wie hier könnten wir 7 aufpumpen. Wir können also locker bis zu 40 gehen. Und hier eine 41 draus machen. Aber das entscheiden wir halt erst, wenn wir wirklich Akolyt sind. Akolyt. Voll durchgeknallt. Aber das sind wir dann halt auch. So, das sind... Stimmt, Lernpunkte 3. Wir hatten 2. Ja, sehr schön. Ich würde gerne, wie gesagt, bei einem Persönlichkeitslehrer hier Kampftheorie oder Überlebenstheorie pumpen. Ah, da seht ihr, Konstitution und Intelligenz muss, also einmal Stärke und einmal Konstitution. Also die müssen auf 40 hoch. Puh, wo sind wir denn bei Ihnen? Achso, in dem steht doch da 34, 6 Stück. Kriegen wir natürlich auch so nicht hin. Das wären ja 12 Punkte. Und hier oben 10. Wir bräuchten auf jeden Fall 22 Punkte, um überhaupt in die Nähe der Kampftheorie zu kommen. Arx, lassen wir jetzt mal hier. Wir reden mal kurz mit Ray. Ray, Baby, come on, Baby. Talk with me. Alles noch dran? Auf jeden Fall. Gut, der verehrt mich. Alles klar. Oben da werden sie ja wohl nichts reingetan haben. Wir gucken mal eben bei unserem Händler hier. Bei unserem eigenen Händler. Ja. Gucken wir mal, was der eben hat. Nein, wir gucken mal eben, was der hat. So. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Natürlich. Mhm. Und da sehen wir schon. Kettensäbel hat er, Handgranate hat er. Cool. Handgranate dürfen wir sogar nutzen. So, Schrottsammlerhut, Amulett des Dienstleisters. Praktika plus 1. Ja. Unnötig. Dieb.
Geschicklichkeit klauen, das haben wir doch selber. Ring der Ausdauer. Ja, okay. Er ist jetzt nicht der Bringer. Schauen wir mal, ob der hat Energiezellen. Kaufen wir. So. Schrotpatron, Plasmazellen hat er auch. Ja, damit. Alter Schwede. Sabbelwasser. Damit hat man dann erhöhten Persönlichkeitswert. La Cucaracha, ja, was ist das? Höherer Überlebenswerk. Hirnkleber, alles klar. Zeitlang höheres Handwerkstalent mit Hirnkleber. Alles okay. Handel abschließen, ja, komm, ist gut. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Geld. Ja, aber das macht nichts. Wir werden jetzt einmal kurz unseren Technikfreak hier oben irgendwie interviefen. Gar nicht so übel hier, oder? Nein, überhaupt nicht. Ist ja nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe noch eine Menge zu tun. Ja, da müssten wir nämlich den Robby holen. Sollen wir sowas mal in Angriff nehmen, bevor wir Kleriker werden? Wir haben jetzt eine Menge Munition für die Waffen. Ich habe 26 kleine Heiltränke und so. Vielleicht sollten wir echt mal probieren. Ich meine, wir haben hier bei der Plasmawaffe. Bei der guten Plasmawaffe haben wir doch... Da. Wir haben doch da EMP. Die Kreise sind EMP. Das heißt also, wir könnten den Roboter so ein bisschen lahmlegen. Aber wisst ihr was? Wir probieren das einfach mal. Wir gucken mal. Bum, 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 bum. Das ist in Ignadon. Nee, das ist in Idan noch. Auch nicht. Die Gefährten. Hauptmission. Ah, Hauptmission natürlich. Die Macht der Mitte. Betriebsarse, die Separatisten. Apropos, wo sind denn die Separatisten? Die haben ihren hier. Okay. Ja. Ich frage mich nämlich, ob wir mit denen noch quaken können. Weil die hatten uns ja reingelassen. Ach, und das fucking defekte Triebwerk hängt ja... Hier ist ja dieser komische... Ne, genau, Firmengelände Vulkan. Und dann steht da der Robby. Ach, kommt, machen wir. Marker brauchen wir nicht. Hin da. Los, hin da. Mensch. Das wird jetzt spannend. Fuck. Hier sollte mal jemand aufräumen. Yo, Ray, wenn du dich dazu berufen fühlst, jederzeit, mach das ruhig, ist völlig in Ordnung. Wir kommen damit klar. Gut, hier unten habe ich Laserwumme. Hier habe ich Plasmagewehr. Nehmen wir direkt EMP. Das andere Schussding wäre ja dann... Wäre dann dieser Explosionsschuss. Ach, Mensch. Aha, klettert doch, geht doch. Und sobald wir den da drüben sehen, würde ich sagen, machen wir mal einen Schnellspeicher. Der müsste ja hier an der Kreuzung stehen, also zumindest stand der bisher immer da. Da ist er. Da ist er, der Kleine. Wuha, meine Herren, das wird jetzt echt, uhuhu, spannend, 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 spannend. Ich meine, man kommt an dem vorbei, das habe ich ja schon mal gesehen. Also schon ein paar Mal eigentlich, ne? Aber das überlebt man halt nicht, wenn der angreift. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen einmal Stahlhaut. Dann schnappen wir uns die Plasmaknarre. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das Biest kaufe ich mir. Oh, das ist ja gar nicht mal schlecht. Einfach nur die Frage, bringt das was? Weil viel Schaden mache ich ja im Moment nicht. Wow, aber der macht verdammt viel Schaden. Wow. Wow, 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 wow. Gut. Ich glaube, ich habe nur überlebt. Weil ich noch die Stahlhaut drauf habe. Wow. Übel, ihr Lieben. Also es wäre eine Möglichkeit. Man könnte den angehen. Dazu müsste aber mein Begleiter, der müsste schon so einiges auf dem Kasten haben. Denn dann könnte ich den stunnen die ganze Zeit mit dem Plasmawerfer. Und warum ist der denn schon wieder auf Normalschuss? So geht das nicht. Pass auf, wir probieren jetzt auch mal den anderen Schuss aus. Hier, diesen Explosionsschuss. Und natürlich nehmen wir wieder
Stahlhaut, warum auch nicht? Wirft ihn auch ein Stück zurück. Scheint aber auf die Entfernung gar nicht schießen zu wollen. Das ist ja cool. Uiuiui. Ja, Ray, wie wär's denn mal, wenn du dich auch wirklich um ihn kümmerst? Das ist ja eine Nullnummer. Gut, okay. Das tut schon mal ziemlich weh, was der da macht. Oh. Und Ray, hat er nicht irgendwie was? Ich kümmere mich um ihn. Ich frage mich, ob wir da mit Arcs vielleicht besser dran wären. Na gut, okay. Also es ist auf jeden Fall noch ein mächtiger, fast übermächtiger Gegner. Ach bitte. Ach, es nervt. Es nervt so richtig. So. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. So. Auf zur Kathedrale. Und wisst ihr was? Wir werden jetzt einfach Akolyt. Bevor wir hier reingehen. Spiel speichern. Zack. Extra schon einen Speicherstand so benannt, dass wir direkt durchziehen können hier. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Dann wird der Rest der Folge ich halt... Ich hoffe, ihr packt keiner sein Gesangsbuch aus. Ich habe schon gehasst, wenn mein Bruder im Suff gesungen hat. Dann möchte ich mir das Gejammer hier gerne ersparen. Ja, das glaube ich. Ja, ich glaube, der wird auch nicht sehr erfreut sein. Hey, du! Ja? Du hast doch Siegfried beim Elex-Handels beschuldigt. Ja. Ich habe noch mal genauer nachgeforscht. Du lagst falsch. Siegfried hatte nichts mit der Sache zu tun. Na, ja, du gut. Es nicht geschafft hast, den Elex-Händler zu überführen, gibt es selbstverständlich auch kein Kopfgeld für dich. Aber da du zusammen mit Dietrich die Hintermänner des Elex-Handels überführen konntest, will ich noch mal ein Auge zudrücken. Ich gebe dir die Chance, dich als Akolyt der Kleriker zu melden. Komm zu mir, wenn du dich entscheiden solltest, dein Leben Kalan zu widmen. Ja gut, genau deswegen sind wir hier. Ich möchte Akolyt der Kleriker werden. Hast du dich also entschieden? Yep, leider. Ja, das heißt für uns, wir müssen uns auf jeden Fall hier erstmal so wieder ein bisschen durchklicken, hören uns erstmal das ganze Gesabber der Leute an. Wir rennen dann auch nochmal hoch zu diesem Obermacker und schauen mal, was der noch so zu erzählen hat und dann... Ja, nehmt mich in eure Reihen auf. So sei es. Wow. 2700 Erfahrung. Also soweit. Unsere Suche nach neuen Rekruten für unsere Sache war wieder einmal erfolgreich. Ja gut, die anderen Sachen sind abgebrochen, klar. Wir dürfen heute ein neues Mitglied in unserer Gemeinschaft willkommen heißen. Er war ein heimatloser Wanderer. Ja. Er war ein Ausgestoßener und auf der Suche nach seiner Bestimmung. Doch ab heute ist sein Weg klar. Fest im Glauben an Kalan und mit großem Mut wird er seine neuen Aufgaben meistern. Ja. Wir hatten oft Probleme mit unserem Nachschub und viele Entbehrungen zu beklagen. Doch die vielen Jahre des Wartens und des Krieges haben uns nur noch stärker gemacht. Und wir werden nicht ruhen, bis das Unheil des Elex von dieser unserer Welt verbannt ist. Ja, wir sind jetzt noch wenige, doch unsere Zahl wird sich bald schon wieder mehren. Zaudert nicht, meine Freunde. Solange uns so gute Männer wie dieser hier sich uns anschließen, gibt es guten Grund zur Hoffnung. Geh nun, erfülle uns mit Stolz und gib den Deinen Zuversicht und Erlösung. Kleriker von Ignadon. Bla bla bla. Ich habe da gerade etwas echt Übles gelesen. Gut, das sind jetzt Kleriker plus 1, Zugang zu den exklusiven Filmen, Verstärker, ach komm, ich will einen Werfer. So. Ziehwerfer. Oh, geil. Macht Schaden.
20 Energiekosten. Mentale Fessel. Fesselt deine Gegner durch die Kraft deiner Gedanken. Ein Geschoss aus reiner Psi-Energie. Wow, und Kraftfeld wäre ein Kraftfeld, welches bei Berührung Schaden bei deinen Gegnern anrichtet. Auch nicht übel. Aber. Oh doch, die Macht der Mitte. Da stand nämlich eben abgebrochen. Ah, cool. Die Sachen sind also abgebrochen, okay. Befreiung des Lagers. Ich dachte nämlich gerade, ich hätte gelesen, beendet oder abgebrochen, Lager der Mitte. Da war nämlich irgendwas mit die Macht der Mitte. Und da war das natürlich jetzt, boah, so mein Oberschock. Da hatte ich natürlich jetzt gar keinen Nerv. So, genug gejammert, lass mal gucken. Amulette haben sonst keine neuen gegeben, Ringe haben wir keinen bekommen. Wir haben immer noch die Jägerhose. Also, jetzt haben wir die Akolytenrüstung. 50, 16. Na, also, so super duper ist die ja jetzt auch nicht. Aber immerhin. Ja, ich würde sagen, wir quaken jetzt noch oben mit dem Jim Bob. Warte mal, hat er hier vielleicht noch irgendwas zu sagen? Hat er vielleicht noch was für uns in der Tasche? Nee. Oh nein, das möchte ich mir jetzt nicht anhören. Was genau bedeutet es, ein Akolyt der Kleriker zu sein? Mein Sohn, bisher warst du ein Herumreisender, gefangen in deiner Sucht nach Anerkennung. Dies hat nun ein Ende, denn dies ist deine Entscheidung gewesen. Ach, bla 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 bla. Und sowas ähnliches dürfen wir uns jetzt gleich auch noch anhören. Wie, wir dürfen den kleinen Haltrang nicht nehmen? Ich bin Akolyt! Apropos, ich wollte auch noch mal gucken. Ja, cool, da können wir ja einiges kaufen. Energieriegel kaufen, oh schön. So. Also das dürfen wir nicht anpacken. Bevor wir mit dem quatschen, weil mit dem haben wir ja schon mal so eine Runde... Aha. gequarkt. Machen wir mal hier, ne? Den berühmten Schnellspeicher. So, ihr Lieben. Tja. Erzähl mir von den letzten Angriffen der Alps auf den Hort. Die letzte Welle der Alps ist jetzt schon einige Monate her. Unsere Verluste waren verheerend. Judikator Johann war an vorderster Front. Sein Tod war ein Schock für uns alle. Ich bin mir sicher, wenn die Alps wüssten, wie es um uns bestellt ist, würden sie es wieder versuchen. Seitdem haben sie sich im Konverter verschanzt. Nur Gott weiß, wie viele Maschinen sich wirklich hinter seinen Toren verbergen. Der Alp-Commander im Konverter, mein direkter Gegenspieler, wartet nur darauf, dass wir den Hort verlassen. Wir müssen mehr als gut vorbereitet sein. Ah ja, also ihr rüstet für eine Schlacht, bla 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 bla, gegen den Konverter in Ignadon. Ihr rüstet für eine Schlacht gegen den Konverter in Ignadon? Der Konverter muss endlich seinen Betrieb einstellen. Es ist der einzige Weg, um Ignadon zu befreien. Doch leider ist er bis unter das letzte Deck voller Maschinen und Soldaten, die uns daran hindern werden, wenn wir es versuchen. Nur mit einer gut geplanten Großoffensive werden wir erfolgreich sein. Ach so. Okay. Ich beginne so langsam zu begreifen. Worauf wartet ihr noch? So wie ich das sehe, habt ihr mehr als genug Maschinen. Das mag sein. Doch muss sie jemand führen. Nur Reinhold und ich sind dafür qualifiziert genug. Jedoch wird das nicht reichen. Judikator Johann fehlt uns. Sein Tod schadet uns mehr, als ich zugeben möchte. Wir brauchen einen neuen Feldherrn. Hey, warte mal. Was war das? Was ist mit mir? Hat er uns gerade geblitzt, Dings? Das übersteigt doch wohl deine Kompetenz. Der hat uns doch gerade geblitzt, Dings, oder? Außerdem, wie steht es um deine Reinheit? Wann hast du das letzte Mal etwas Elex-haltiges konsumiert? Nun ja. Dachte ich mir. Wenn du willst, kannst du an der Schlacht teilnehmen. Doch als Soldat. Ja, na wir klar. Wir brauchen einen erfahrenen Feldherrn, der auf den Konsum von Elex-haltigen Substanzen verzichtet. Das ist sowohl höchst unwahrscheinlich als auch
Töricht? Es ist eine Sache des Glaubens. Kein Kleriker würde einen Feldherrn akzeptieren, der nicht rein ist. Ja gut, also da hätten wir es bei den Outlaws leichter gehabt, aber weißt du was, also hier kommt der Man in Black. Du hast mich doch gerade geblitzt, Dingsmensch. Ich werd verrückt. Ach so, wir sollen ein Ärger. Ich werde einen reinen Feldherrn für deine Großoffensive finden. Oh ja. Tja, ist ja nicht so, als hätten wir es nicht schon versucht. Doch wachsen solche Experten nicht einfach so aus dem Boden. Und doch, bei uns im Hort sind zumindest schon zwei, die es können. Reinhold und ich. Ja, das erwähntest du schon. Warum sollte es bei den anderen Gemeinschaften nicht auch mehrere in einer Truppe geben? Das dachte ich mir. Berserker, Separatisten, von mir aus sogar Outlaws. Völlig egal. Nur rein muss er sein und bereit sein, sein Leben für die Menschen hier in Ignadon aufs Spiel zu setzen. Wenn du es so sagst, hört es sich noch unwahrscheinlicher an. Ich weiß. Aber wir haben keine andere Wahl. Am besten, du befragst als erstes die obersten Anführer der anderen Gemeinschaften. Vielleicht haben wir ja Glück. Okay, also als er eben von der Großoffensive sprach, dachte ich mir, dann müssten wir eigentlich alle unter einen Hut bekommen oder unter eine Mütze oder einen Helm oder wie auch immer. Und das hört sich natürlich krass an. Lasst uns mal eben in unsere Auftragswelle gucken hier. Defekte Triebwerke, jetzt erstmal Kontakt. Ah, okay. Rachefeldzug, Hetzjagd, Gefühlschaos. Okay. Da, Ulbrichts Großoffensive. Ein reiner Feldherr, der dürfte ja dann an, ja, 3, 4 Punkten dürften dann... Oh, 5. Cool. An 5 Punkten sollen wir uns mit den obersten Leuten auseinandersetzen. Okay, den kennen wir ja schon. Ach, hier, den kennen wir doch gar nicht. Und da komme ich natürlich nicht dran, weil diese Kartenoption hier einfach so super ist. Thorald. Kennen wir noch überhaupt nicht. Oh, was ist das? Störungen. Man sollte das Handy einfach nicht in der Nähe des akustischen Equipments liegen lassen, während man es lädt. Sestak und Sardom. Das heißt also, das sind zwei Gebiete mit Separatisten, denke ich mal. Was das hier unten ist, überhaupt keinen Plan. Ja gut, und die anderen beiden, das können wir uns denken, da waren wir schon. Ist ja echt der Hammer. Ich würde vorschlagen, wir besuchen in der nächsten Folge erstmal halt die ganzen Leute hier, die uns was verkaufen können. Schauen mal, welche neuen Gegenstände wir jetzt als Akolyt der komischen Leute hier erwerben können. Ach, ist das blöd. Naja, werde ich mich nie dran gewöhnen. Da werde ich mich nie mit anfreunden mit dieser Karte. Das ist doch unmöglich. Warum? Gibt es doch einfach nicht. Egal. Und dann schauen wir einfach weiter. Meine Güte. Jetzt stehen wir wieder mal zum Ende einer Folge hier bei Ulbricht und ich kann nur sagen, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob wir die richtige Entscheidung getroffen haben, werden wir aber dann in den nächsten Folgen sehen. Und wie gesagt, es ist ja nicht alles verloren. Ich habe ja vorher nochmal kurz gespeichert. Also wir könnten rein theoretisch noch einmal alles auf Anfang setzen. Gut, in dem Sinne, gehabt euch wohl, danke, dass ihr dabei wart, euer John Diefool, bis später und tschüss.